Das ist er, der Hauptcomputer. Dem Großrechner nachzuurteilen, war schon seit Jahren niemand mehr hier. Die ganze Stadt steckt in einem Abregnungszyklus aus längst vergangenen Zeiten fest. Wenn wir ihn deaktivieren, sollten wir die Stadt verlassen können. Wir müssen den Rest dieser Systeme online bringen. Die Computer enthalten die Daten, die wir brauchen. Wir müssen sie einschalten. Wenn du das tust, suche ich nach Passwörtern und verschlüsselten Codes, um in das System zu gelangen. Alright. Ach so. Ich musste über die Tastaturen laufen. Wenn das so einfach wäre, ein Betriebssystem einzuschalten. Oder ein ganzes Stromkraftwerk oder eine ganze Stadt. Es hat geklappt. Gut gemacht, mein Freund. Ich hab's gefunden. Ich weiß, wie man die Stadt öffnet. Irgendetwas stimmt hier nicht. Warte, vielleicht lässt sich das umgehen. Move Control Station. System is locked. Da, das ist die Arbeitsstation, um die Stadt zu öffnen. Aber es gibt mehrere Sicherheitssysteme, die uns daran hindern, sie zu nutzen. Jetzt müssen wir das tun, was wir am besten können. Ich hacke mich in die Rechner und du machst ein paar Sachen kaputt. Okay. Ja. Und wo soll ich anfangen? Hier nichts leichter als das. Hier unten was? Nee. Hier? Irgendwo was? Wer auch immer B12 weiß, was wir hier tun müssen. Um das Ganze zum Laufen zu bringen. Und was jetzt? Das System braucht mehr, als ich erwartet habe. Intrusion Alert. Oh shit. Oh nein, wir müssen weitermachen.
Okay, die Kamera ist aktiviert. Ein bisschen doof. Das musst du nicht decken da. Und hier auch nichts. Ich glaube, Bitwell wird am Schluss sterben. Vielleicht. Mach dir keine Sorgen. Ich kann mich wieder aufladen, sobald wir die Arbeitsstation geöffnet haben. Okay, und was? Was gibt's denn jetzt noch? Das ist eigentlich das da drüben, oder? B12 sieht gar nicht gut aus. Hallo? Das musst du noch hacken. Ach so. Da gibt's noch was. Jetzt. Zwölf? Ich glaube, diese kleine Körper ist erledigt. Ist schon gut. Das wird schon wieder. Trag mich einfach zur Arbeitsstation. Ich kann den Alarm ausschalten. Das war's. Wir sind in Sicherheit. Hör zu, ich hab dir etwas zu sagen. Ich wusste, dass die Energie, die zur Deaktivierung des zentralen Kontrollsystems der Stadt nötig war, immens sein würde. Mehr als dieser Drohnenkörper zu verkraften mag. Aber da das Sicherheitssystem nun deaktiviert ist, kann ich die Kontrolle über das System übernehmen und die Stadt öffnen. Wenn ich das System außer Kraft setze, könnte meine Software beschädigt werden. Aber ich hatte mich dazu entschlossen, als ich mich in den ersten Computer einklinkte, samt allen Konsequenzen, die das haben könnte. Es tut mir leid, dass wir die Außenwelt nicht gemeinsam sehen werden. Ich dachte, ich müsste die Erinnerungen der Menschheit bewahren, um an der Vergangenheit festzuhalten. Aber ich sehe eine Zukunft in den Gefährten und in dir. Komm, lass mich das abnehmen. Du warst mein Freund. Das Beste, was ich mir hätte wünschen können. Ich danke dir. Das war's dann wohl mit B12. Schade, schade. Oh, wie süß. Wie süß kann ein Spiel bitte sein? Door opening. Please wait. Holy shit.
wie eine Kuppel. Eine Kuppel, die alles... Crazy. Alles erblickt wieder Tageslicht. Aber ich frage mich, was jetzt oberhalb dieser Mauer ist. Also, ist da irgendwas? Vielleicht werden wir es noch erfahren. Holy shit. Wir haben es wirklich geschafft. No. Schade, schade. Schade, können wir die nicht mitnehmen. Aber das Tor soll jetzt offen sein. Also mal schauen. Ja gut, reden können wir jetzt nicht mehr mit dem... City is open. Was wird uns jetzt dort oben erwarten? Wie sieht die Welt aus? Gibt es noch Menschen? Oder nur noch künstliche Intelligenz? Augenöffner. Alter Schwede. Okay. Diese Frage werden wir wohl nie erfahren. Also die Antwort auf diese Frage. Was für ein Spiel. Was für ein Spiel und was für eine Geschichte. Kleine süße Katze. Die am Schluss. Ja. Die Menschheit, Anführungszeichen. Wieder befreit von den Wächtern. Von den Zurks.
und das Tageslicht wieder erblickt. Wow. Das war wirklich ein sehr schönes Spiel, muss ich wirklich sagen. Und es hat sich wirklich gelohnt. Keine Zweifel. Die süße Katze, die schönen Animationen, die gute Geschichte. Wirklich sehr gute Geschichte. Die man ein bisschen auch mit der Menschheit vergleichen kann irgendwie. Dass wir den ganzen Planeten vollmüllen, Überwachungsstaaten gibt und so weiter und so fort. Hat wirklich Spaß gemacht, das Ganze hier zu spielen. Und die Musik on point. Wirklich. Ja. Ich kann es sehr empfehlen. Es ist wirklich sehr ein schönes Spiel. War auch mal etwas ganz anderes, als man so gewohnt ist. Ich hoffe ein bisschen, dass das irgendwie vielleicht noch einen zweiten Teil geben wird. Wer weiß. Vielleicht werden wir da ja erfahren, wie die Außenwelt aussieht. Die Katzen. Oh no. Drei sind schon gestorben. Hunde? Wait. Gab's da Hunde? Ich glaube, das ist schon zu lange her. Wahrscheinlich schon. Ja. Wie gesagt, ich hoffe, dass es irgendwie vielleicht einen Fortsetzer gibt, einen zweiten Teil. Oder ein Spiel in der gleichen Richtung. Ich würde das sehr begrüßen. Weil das Spiel wirklich sehr gut war. Und auch die schönen Artworks und die Umgebung einfach gut gemacht. Somit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir haben leider nicht alles gefunden, was man eigentlich finden sollte. Aber ja. Es war mir ein Vergnügen, das mit euch hier, diese Reise mit euch hier zu machen. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal bei einem anderen Spiel. Haut rein. Tschüss.